Mein Name ist Claudia Lichte. Ich bin Kunsthistorikerin am Mainfränkischen Museum und war dort hauptverantwortlich für die Ausrichtung der Riemenschneider-Ausstellung, die das Mainfränkische Museum anlässlich des Stadtjubiläums gezeigt hat, mit dem Titel Tilman Riemenschneider, Werke seiner Blütezeit. Die Diözese hatte sich entschlossen, eine Ausstellung über Tilman Riemenschneider mit Werken eigentlich hier aus dem Bistum Würzburg zu machen, ergänzt um einige Leihgaben, so wie Sie es jetzt sehen. Es hatte natürlich den Vorteil, dass wir uns in den Schwerpunkten ganz unterschiedlich ausrichten konnten, also die Glaubenswelt, frömmigkeitsgeschichtliche Aspekte im Museum am Dom, während im Mainfränkischen Museum ja kunsthistorische und technische Dinge im Vordergrund standen. Und so konnte man Riemenschneider in aller Breite, Bandbreite auch darstellen. Mein Name ist Jürgen Lenzen, ich bin Domkapellan der Diözese Würzburg und Bauernkunstreferent des Bistums und von daher auch zuständig für die gesamten kulturellen Aktivitäten des Bistums, unter anderem natürlich auch für die Museen und die temporären Ausstellungen. Es ist zum Stadtjubiläum ein besonderer Akzent, vielleicht der Akzent überhaupt, dass beide Museen, das Mainfränkische Museum wie das Museum am Dom, sich dem Künstler widmen, der weltweit als bekanntester Würzburger gelten kann. Und ich kann natürlich allein es bei einer kunsthistorischen Schau seines Werkes belassen, werde damit aber ihm nicht gerecht. Tilman Riemenschneider kommt als fertig ausgebildeter Bildhauer 1483 hier nach Würzburg. Und er beeindruckt hier wohl mit einer Bearbeitungsqualität, die es hier vorher in der Zeit so nicht gegeben hat. Und er macht quasi relativ schnell Furore. Ja, in der Ausstellung haben wir zwei Werkstätten nachgebaut, die eines Holzschnitzers und eines Steinbildhauers. Holz hatte gegenüber dem Stein einen wesentlichen Vorteil. Sie konnten, wenn was mal nicht so gelungen war, das anstücken, andübeln und anleimen. Sowas geht natürlich im Stein nicht. Es gibt in der Zeit einige große Bildhauer, die beides gleichzeitig gearbeitet haben, Stein und Holz. Aber es ist schon eine Besonderheit bei Riemenschneider, dass er beides so gleichberechtigt und in gleicher Qualität ausgeführt hat. Und wenn man sich überlegt, dass Riemenschneider schon die Figuren für Adam und Eva schon da, den Steinblock vermutlich selber ausgewählt hat, so weist das auch darauf hin, dass er in der Steinbearbeitung durchaus über Erfahrung und Routine verfügte, als er nach Würzburg kam. Es sind Idealgestalten, die aber so realitätsnah wirken, weil Einzelheiten nun doch wieder sehr realistisch gegeben sind. Nun sind die beide, also Adam und Eva, ja so in jugendlicher Anmut, wenn man das so bezeichnen möchte, gestaltet. Und das scheint auch wohl tatsächlich Bildprogramm zu sein. Er lebte in seiner spätmittelalterlichen, von der spätgotisch geprägten Welt und setzte sie auch ins Bild um.
Schon gegen Ende seines Lebens hat ein anderer Kunststil Fuß gefasst, die Renaissance. Das heißt, er war letztlich dann ein Gestriger. Der Begriff des Künstlers ist ein sehr, sehr später. Unser Verständnis von Künstlerinnen und Künstler hat sich im Grunde genommen erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Denn zur Riemenschneiderzeit galten Bildhauer als Handwerker, so verstand er sich auch. Als Bildschnitzer, so wie der andere gemauert hat oder gemalt hat. Und hatte nicht den Nimbus des Künstlers. Was aber natürlich nicht heißt, dass er nicht über die künstlerische Qualifikation, die Fähigkeiten verfügt. Nur die Selbsteinschätzung war eine andere, vielleicht eine demütigere, als heute manche an den Tag legen. Man hat den Eindruck, den weckt er, dass wir hier Porträts gegenüberstehen. Ob sie es wirklich sind, wage ich zu bezweifeln. Andererseits aber schafft er verschiedene Gesichter auch, denke ich zwangsläufig an die Apostelreihe, denen aber gemeinsam bestimmte Grundzüge sind. Also er schildert verschiedene Charaktere, ne? Aber sie sind eben nicht nach der Natur gebildet oder so. Also es gibt da die ganze Bandbreite von verschiedenen Charakteren und Gestalten. Diese Lüsterweibchen sind Beleuchtungskörper. Das heißt, die hingen oben an der Decke und an dem Geweih, wo diese Büste befestigt war, dort wurden also Kerzen eingesteckt in die Kerzentüllen. Das heißt, es waren also Damen, die so richtig im Zwielicht hingen, und ich sage auch immer, das waren auch so ein bisschen zwielichtige Gestalten. Die Schilderungen bei Riemenschneider sind eher auch da ein bisschen verhalten. Sie sind immer sehr modisch gekleidet, also bei dem Ochsenfurter Weibchen mit diesen doppelten Ärmelpuffen entlang der Ärmel oder diesen ganz langen Manschetten. Das sind also typische Merkmale für die Mode der Zeit. Genauso ein tiefes Dekolleté oder diese ganz hochgetürmte Haube. Das heißt, modische Elemente der Zeit, aber die fast etwas übersteigert. Das Mittelalter hatte eine sehr ausufernde, reiche, fast wuchernde Frömmigkeit in ihren Praktiken. Eine unbändige Angst trieb die Menschen um, dass sie des Himmelreichs verlustig gehen und dafür in die Hölle wandern müssen. Ich denke, dass Angst ein Faktor des Handelns, aber des vorangehenden Denkens war, wie es uns heute kaum noch vorstellbar ist. Auch die Begegnung mit dem Bösen, was dann zu Ausschlüssen aus der Gemeinschaft führte und schließlich in Hexenverbrennungen mündete, all das ist
Frucht dieser ungeheuren Angst. Hermann Ringschneider war ein Würzburger Bürger, der dieser Stadt auch über Jahre als Bürgermeister vorstand, nachdem er durch seine Bildhauerwerkstatt, die er mit oft vielen Angestellten, Gesellen betrieb, hohes Ansehen genoss. Er heiratet 1485 eine Goldschmiedewitwe und in diesem angeheirateten Hof zum Wolfmannsziechlein kann er nun eigentlich erst seine Werkstatt gründen. Denn er hat erst dann Grund und Boden hier in der Stadt, das heißt, erst dann kann er auch Bürger in Würzburg werden. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass er dann mit einer eigenen Werkstatt auch zugelassen wird. Und durch diese Einheirat bei einer Witwe, die wiederum über eine Bildhauerwerkstatt verfügte, beschritt er dann den Lebensweg und Berufsweg, der letztlich dann zu seinem Ruhm beitrug. Dass er in höchster Qualität und von daher auch mit hoher Auftragslage Bildwerke vornehmlich für den sakralen Raum schuf und in seinen Bildwerken den Zeitgeist aufgriff. Das heißt, die Ängste der Menschen, die Befürchtungen oder allein das Herausgefordertsein angesichts einer sich wandelnden Weltsituation. 1492 wurde Amerika entdeckt. Auf einmal änderte sich völlig das Weltbild. Mit der Reformation nahm die im Westteil Europas gewohnte Einheit der Kirche ihr Ende. Es gab zur Kirchentrennung, zur Teilung. Soziale Unruhen brachen viele Grenzen auf, die bislang zwischen den einzelnen Ständen selbstverständlich hingenommen worden sind. All das ist eine Zeitherausforderung, die die Menschen prägt. Und das findet in seinem Werk den Ausdruck. Dass sich die Fürstbischöfe als Kilian darstellen ließen und Kilian als Fürstbischof, der ja kein Bischof war, um sich einerseits bischöflicherseits dem Anspruch zu stellen, dieses Heiligen und seinem Werk, seinem Leben gerecht zu werden, andererseits sollten aber auch die Untertanen dann dem Fürstbischof die Verehrung erweisen, die dem Heiligen auch galt. Das ist eine Würzburger Besonderheit. Und die Würzburger Fürstbischöfe führten sich auf Kilian zurück. Einmal ist er Bistumspatron, zum anderen spielt er natürlich in der heiligen Verehrung dieser Diözese eine große Rolle. Ja, es ist die Zentralfigur, und von daher galt auch das Wirken Riemenschneiders sehr stark diesem Heiligen. Das waren politische Darstellungen. Höchst spannend. Riemenschneider ist ab 1504 im Stadtrat, hat verschiedene öffentliche Positionen auch inne, für die er auch entlohnt wird. Und gleichzeitig ist das die Zeit, wo alle großen Aufträge, die wir heute so wissen, an ihn gehen. Aber es lässt sich tatsächlich feststellen, dass bei Riemenschneider in den Zeiten, wo eben viele Aufträge in der Werkstatt waren und er politisch aktiv war, ganz deutlich unterschiedliche Handschriften zu schreiben sind.
und das weist darauf hin, dass er eben mit mehreren Gesellen in der Werkstatt gearbeitet hat und eigentlich ganz folgerichtig, je mehr er also anderweitig beansprucht war, umso eher hatten die Gesellen die Möglichkeit, sich jetzt auch mit ihrer eigenen Handschrift durchzusetzen. Die drei Darstellungen des heiligen Sebastian. Die eine Arbeit ist eindeutig die Oberschwarzacher, ein Werk auch wohl von ihm selbst, in höchster Bewegtheit. Sehen wir dann die beiden anderen Arbeiten, dann merken wir, wie hier nun die Werkstatt oder wer auch immer später sonst, Gesell oder Lehrling, das ist nicht nachvollziehbar, nun beauftragt waren, einen bestimmten Typus eines Sebastians zu schaffen. Und je nach der beruflichen Qualifikation des Schnitzers ist sie gut oder weniger gut ausgefallen. Und sehen auch an diesen Arbeiten, gerade an den beiden letztgenannten, dass hier nun je nach Wunsch des Auftraggebers die Handhaltung nach links, also Kopfhaltung nach links oder rechts angeordnet wird. Das Standbein, Spielbein, Spiel, das wird dann einfach nur vertauscht. Aber es ist ein Grundtypus, an dem dann herumgebastelt worden ist, nach dem Motto, wie hätten Sie es denn gern. Ja? Und es ist fast eine Schablonenware. Es gab eine Schablone. Wir wissen, bei den Madonnen gab es eine Schablone letztlich und dann haben die Auftraggeber gesagt, größer, kleiner, dicker, dünner. Aber es ist immer der gleiche Typus. Es ist ja nicht alles höchste Kunst, was aus dieser Werkstatt hervorgegangen ist. Und es zwingt nicht alles in die Knie. Es gibt viele Zeitgenossen, die allein beim Namen Riemenschneider schon ihre Stimme senken und leicht erschaudern. Ja. Auch da muss man noch die Kritik haben, Qualität von Massenware unterscheiden zu können. Trauernde Maria ist ja auch quasi die Titelheilige der Ausstellung. Wir haben sie deshalb gewählt, weil sie ein sehr gutes Beispiel für Riemenschneiders Blütezeit, das heißt also die Zeit nach 1500 ist. Sie zeigt sehr schön, welche Fähigkeiten Riemenschneider hatte, ja jetzt Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Riemenschneider ist kein Dramatiker, also wenn er etwas schildert, ist das sehr, sehr verhalten. Aber dadurch nicht weniger expressiv. Und dafür ist diese Maria wirklich ein sehr schönes Beispiel. Wenn man ihr ins Gesicht schaut, hat sie ganz typische riemenschneiderische Gesichtszüge. Aber es sind dann Details, die der Trauer Ausdruck verleihen. Also die Augenwinkel sind leicht nach unten gezogen, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen. Der Blick insgesamt wird durch das Gewand nach unten geführt, einmal durch den Schleier, indem die eine Hand etwas gedankenversunken spielt, die andere Hand liegt fast leblos vor dem Körper und dann folgt der Blick weiter den Falten schwimmen nach unten. Wenn man dann einmal die Lage des Knies betrachtet, dann ist das Knie sehr tief angesetzt, sodass die Figur insgesamt zusammenzusinken scheint in der Trauer. Und ich denke, diese Schilderung, diese stille Schilderung von Trauer und Ohnmacht, das ist eben die wahre Meisterschaft Riemenschneiders. Jedes Bildwerk, das eine Künstlerin, ein Künstler schaffen, ist letztlich immer die Frucht der inneren Verfasstheit und der inneren Sicht und der
Anlagen, die ein Mensch hat, und die sind mehr als nur künstlerisch. Und genau darauf zielt die Ausstellung im Museum am Dom ab. Heute wissen wir noch keinen Namen für die nach uns kommende Zeit, aber wir wissen sehr wohl, mehr als nur, dass wir es ahnen, dass sich diese Welt grundlegend wandelt, in all ihren Facetten.